Weil die sind auch extrem nervig. Gut, ich mache mich hier mal auf den Weg. Jojo, ich bin gerade dabei, mich hier durchzuballern. So. Komm, ah, hier. Alter, scheiße, hasse ich das Teil. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt läuft's. Nur das Nachladen ist immer ein bisschen doof. Aber es läuft. Kann man... Also ich kann mich hier nicht beschweren. Ich meine, es geht zwar nicht so schnell voran, aber es läuft. Und das ist erstmal die Hauptsache. Wir wollen das hier nicht durchrushen, sondern gechillt durchspielen hier, die Kampagne. Ist noch, keine Ahnung, geht das hier so, dass man irgendwie versteckte Sachen freischaltet? Ich glaube nicht. Also einfach nur die Kampagne durchzocken. Mehr wollen wir nicht. Vorerst. Danach kommen ja noch Online-Modus. So, Spiele. Also live. Alter, wo wir anfangen. Okay, das ist krass. Okay, die ist auch nachgeladen. Gut, jetzt rushen wir mal ein bisschen bis dahin, wo wir waren. Aber wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Wir machen einfach gechillt unsere Parts. Ach, da ist noch einer. Hier ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch. Gut. Ein bisschen Vorsicht kann natürlich nicht schaden. Boah, ich frage mich, wie ich das alles schneiden soll, Mensch. Ja, es ist ein bisschen dumm mit dem Programm, mit dem ich render. Muss ich sagen. Das ist der einzige Nachteil daran. Aber ansonsten, TMP Genk, wirklich ein sehr zu empfehlendes Tool. Bekomme ich eine gute Quali bei raus bei den Videos, habe ich gemerkt. Also bei das erste Video, das ich hochgeladen habe in der Qualität, ist ja hier das Special. Und das sieht, also muss ich wirklich sagen, ich habe das selber davor gar nicht gemerkt, wie schlecht die Qualität war bei mir. So matschig und so, wisst ihr? So, kurzer Prozess. Meine Friends, my friends hier. Gut, du auch noch. So. Und ja, wie gesagt, die Quali ist extremst nice. Natürlich in Originalauflösung, so wie sich das gehört hier. Und da kann sich, da ist wirklich für jeden was dabei. Ob ihr jetzt eine gute oder schlechte Leitung habt, schaut es euch an, wie es für euch am besten ist. Ich biete euch auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Nee, noch nicht. Boah, fuck, Alter. Das war knapp. Gut. Was geht? Amerikanisches Blut an deinen Händen. Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Fabi. Bist du noch da? Wir sind getroffen. Wir gehen runter. Verdammt! Oh, Alter, Alter. Achso, der hat unsere Leute abgeknallt. Hierher. Wieso jagen wir ihm nicht einfach eine Kugel in den Kopf, Alter? Lass mich los! Wer war es? Du verschwendest deine Zeit, verdammter Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß! Ja. Komm schon, mehr hast du nicht drauf! Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich!
Und du, du rückgratloses Stück Scheiße! Andere die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du? Nee, den killen wir nicht, oder? Deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Fari. Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt, Fari! Tu es, Mann! Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu Du hässlicher Pisser! Scheiße! Du hast uns verraten, Farid. Und wofür? Weil du ein Pisser bist, nicht wofür. Alter. Dein Leben bedeutet deinen Herren. Reicht gar nicht. Harper! Harper, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht. Kraken, Linebacker 2, Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein Hand übertragen. So Jungs, ich jage euch jetzt hier einfach mal den ganzen Laden in die Luft. Ja, ich bin einfach mal lustig, ne? Wo Menendez? Mit dem Esel habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Oh, meine Nase. Alter, Alter, Alter. Meine Nase. Menendez, dieser Hurensohn will zur Zitadelle. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama. Zu Obama? Salazar auf Primärsat. Mehrere Eagles ab. Salazar LP, warte auf mich. Eins zum Ziel. Wir brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Ach so. Ja, und wo, was müssen wir damit jetzt eliminieren? Manuelle Steuerung aktiviert. Kartfunksysteme aktiviert. Alter. Gut, Jungs. Ich mach's euch auf jeden Fall nicht leicht hier. Im Gegenteil. Boah. Aber die sind schon dämlich gemacht, muss ich sagen. Und viele davon gibt's auch noch. Okay, dann jagen wir eben die Zitadelle in die Luft. Wo ist das Problem? Alter, scheiße, scheiße, war das knapp. Blockadeposition, brauche Menendez aktuellen Stand. Boah, fuck, das ist Salazar. Scheißdreck. Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Minigun? Oh je, oh je. Okay. Hier auf jeden Fall aufpassen. Das sieht mir schon sehr spanisch aus. Was macht denn der da? Hoppe, hoppe, Reiter hier. Ah, fuck die Wand an, Alter. Leckt mich fett. Ich hasse diese Granaten. Alter, sind das viele, Junge, Junge, Junge. Gibt's hier Muni? Nee. Weil allmählich geht die mir auch leer. Ich hoffe nur, ich habe genug, um Menendez den Marsch zu blasen. Oh, Salazar. Alter, wie viele das doch sind hier. Krass. Gut, also da sind mir schon ein paar vor die... Wisst ihr was? So. So schnell kann's gehen. Weil ich meine, wir haben die ja nicht umsonst. Wieso benutzen wir sie? Ich benutze eher die Granaten voll selten. Da dachte ich mir, komm. Kannst du dir mal ein paar Vorteile hier klar machen? Jawohl. Ein Fahrrad. Wie wär's mit einer Fahrradtour? Salazar, du kannst auf dem Gepäckträger Platz nehmen. Oder vorne in meinem Körbchen.
Okay, irgendein Lumpen ist schon wieder übel krass am Zielen hier. Gut, dass Salazar auch hier mal mitmischt. Der hält sich ja eher passiv so bisher. So, wenn wir die schon mal erledigen, dann sind die auch weg, hoffe ich. Ich hoffe, dass die da nicht jetzt einfach anfangen zu respawnen. So. Ah, sieht so aus, als gäbe es hier Muni. Alter Schwede. Ach, da oben. Junge, Junge, Junge. So Leute, wir machen hier mal ganz kurz einen Cut und sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Musste eben was trinken. Und aufs Klo gehen. So, wir sind jetzt fast am Ziel. Oh, wo kommt denn der her? Abkürzung. Oh ne, die ballern uns diese ganzen Dinger vom Himmel. Alter, ihr haltet aber schon gut durch, muss ich schon sagen. So, ich versuche hier mit wenig Schüssen durchzukommen. Bringt es auf jeden Fall mehr. Läuft, läuft, läuft. Sonst ist hier keiner, wie es aussieht. Nee, Ziel erfüllt. Sehr schön. Menendez! Sichert ihn! Knall ihn ab, Alter. Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Alter, knall ihn ab. Wieso knallt ihn keiner ab? Alter, ich hätte sowas von abgeknallt. Junge, Junge. Gut, Mason und Red Woods, schieß mich tot. USB, ne, USS, Barack Obama, lol, lol, lol. Dürfen die den hier reinschreiben? Verhören Sie Raul Menendez. Waffe, ich mach mal hier so ein bisschen. Na, wo ist denn meine Lieblingswaffe? Oh, 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 MPs. Ah, eine Uzi? Lol. Die gibt's ja gar nicht im Online-Modus, oder irre ich mich? MP5? Hm, nicht schlecht. Aber ich bleib bei der PDW 57. Einfach die, der Übershit einfach. Ich finde das die geilste Waffe. Also mit der komme ich am besten zurecht, sag ich mal so. Blaue Tigerstreifen. Tiger. Nehmen wir mal das, das sieht nice aus. Aufsätze kennt ihr ja. Wobei ich könnte mal was anderes versuchen. Und zwar, Moment. Also auf jeden Fall den Laser. Hey, der Gegner meldet deinen Gegner im Faden. Den Zielsucher. Und durch den, ja, den Griff. Gut. Sekundärwaffe, was ist das denn? Eine Schrotflinte. Gut. Sturmgewehr. Was gibt's denn hier so? Type 25. Die Type ist geil. Kann man nicht sagen. Alter, ist das eine Killerwaffe. Ich glaube, ich nehme eine zweite MP mit. Geht das? Da würde ich sehr gern die Uzi ausprobieren. Ja, geht. Sehr schön. Ja, natürlich alles hier gleich aussehend.
Reflex,